willkommen zum nächsten Teil unseres Let's Plays von Motorsport Manager F1. Wobei wir noch gar nicht in der F1 angelangt sind. Wir sind ja noch in der, was wird das sein, Formel 3 oder so. Wir haben keine Kohle, wir verdienen kein Geld. Wir sind zwar gut platziert, aber wir müssen noch weiter nach vorn. Okay. Der ist beleidigt, der will nicht. Oder ist der noch? Den hier stellen wir ein. Und zwar für welchen? Kostenvertragsbuch gibt es ja gar nicht. Gut, dann gucken wir mal, was der jetzt schon kann. Können wir gar nicht. Der ist beleidigt, aber ich weiß nicht, ob der noch. Es nochmal eine Rückmeldung gibt. Nee. Also gucken wir noch nach einem anderen Rennmechaniker. Der wollte aber, glaube ich, nicht, oder? Den hier könnten wir mal anfragen. Der will nicht. Ach so, der ist jetzt beim meinen. Die wollen alle nicht. Die wollen nicht, die sind zu gut, weißt du? Das ist doof. Einer muss doch noch wollen. Ich will noch einen haben, bitte. Dann müssen wir hier vielleicht noch eins runtergehen. Aber die sind alle teilweise so unterirdisch, wenn da wenigstens einer wäre, so wie der hier. Der ungefähr gleich ist, langen Vertrag gilt, ist mir recht wichtig. Das kümmert mich nicht, dann soll er zahlen. Ich hätte gerne Handgeld. Wie viel gibt's denn? Kriegt er 50. Nicht sehr wichtig. Na also. Dann gucken wir mal, ob der vielleicht noch kommt zu uns. Und wir gucken mal, dass wir. Es wäre natürlich grandios, wenn wir noch gleich einen zweiten Mechaniker kriegen. Cavalcanti. Ist nicht interessiert. Ist ja klar. Ha. Den nehmen wir. Jetzt sind wir mit den Mitarbeitern zumindest schon mal gut beisammen. Es bringt nicht viel, aber doch ein bisschen was. Das kann sich sehen lassen. Und bei den Mitarbeitern müssten wir jetzt hier eigentlich auch besser werden. Nee, nicht wirklich, aber. Die Mitarbeiter werden uns schon was bringen. Bin ich schon davon überzeugt. Und die Fahrer sind sogar gut, die ich habe. Die sollte ich mir halten nach dieser Saison. Errungenschaft freigeschalten. Aufsteigender Stern. Ah, der
Spiel auch nicht. Schade. Wird bei der ERS ein neues Rennen in Dubai? Was wird da, glaube ich, darüber abgestimmt, ob die Jumbo-Visma nächstes Jahr durch Vereinigte Arabische rollt? Streckenführung nachzuurteilen, könnte die Strecke nur perfekt für Runa Racing geeignet sein. Das Fahrzeug wird vor Ort bestimmt eine Topleistung bringen. Es ist immer toll, eine neue Strecke zu besuchen. Entwickler bei Varuna Racing. Okay. Kommt darauf an, welche Strecke dafür geopfert wird. Ja, wir stimmen mal dafür. 4, 5, 6 dafür. Hätten wir uns ersparen können. Die hätten nämlich auch ohne uns so abgestimmt. So, nächster Grand Prix ist bei uns in Mailand. Und dieses Mal müssen wir mal ein bisschen nach vorne kommen. Das ist gut. Die Aufhängung. Also Moment, was haben wir denn gerade gemacht? Gucken wir mal kurz. Der ist noch nicht so weit entwickelt, dass der wirklich gut wäre. Den Motor, den hier, und das Getriebe. So, das bleibt erstmal bis nach dem Rennen, weil dann sieht es wieder besser aus. Ja, so ist es besser. Weiter. Verstanden. Ja, ich weiß, ich muss weniger Geld ausgeben. Meine Fahrer sollten einfach ein bisschen mehr gewinnen. Dann wären wir genauso gut dran. Ich bleibe auf dem 9. Platz, weil eigentlich müsste man das hinkriegen. Hier brauchen wir hohe Geschwindigkeiten. Das ist ein hoher, schneller Kurs. Da. Konfiguration. Ja, hohe Geschwindigkeit, das habe ich ja schon gesagt. Sollen wir noch? Gehen wir noch ein bisschen höher. Brauchen wir natürlich auch. Dann gucken wir mal, was die Jungs hier leisten können. Wir fahren 2 Runden zum Beginn und danach fahren wir noch ein paar Runden mehr. Das ist ein schneller Kurs. Das besteht ja eigentlich bloß aus 2 Geraden, 3 Geraden und ein paar schnellen Kurven.
Schärfen etwas übertrieben. Okay, zu viel Winkel geben sie an, haben sie. So, da beide auf Topspeed fahren, dann werden wir jetzt gleich beide wieder reinkommen. Da können sie noch eine fahren. Und sie konnten sogar noch eine fahren und ihre Zeit verbessern. Gut. Die Besetzung ist gut. Ja, wir gucken mal. Also ihr sagt, wenn ihr in der Box seid. Das ist glaube ich eine Frau. Und gleich nochmal Gas. Die holen wir aber gleich wieder rein. Wir sollen bloß eine Installation Lab fahren. Der Kurs scheint uns auch zu liegen. Man will wahrscheinlich noch weniger Abtrieb. Runter. So, und jetzt machen wir einen langen Stint. Ha, guck mal, hier haben wir genau getroffen. 98%. Dann gehen wir hier auch noch auf den langen Stint. Und dann schauen wir mal, was die Jungs und Mädels mir gleich sagen, weil ich glaube, das war eine Frau. Wir haben den gebrauchten Satz Reifen drauf. Ich weiß immer noch nicht, wie die Platzierung hier vergeben ist. Ist ja auch nicht so wild. Renntrin Stufe 3 und weiße Reifen auch. Gut ist, dass wir nur einen Satz Reifen verwendet haben. Ja, Topspeed haben wir gut. Wir stehen auf 5 und 6. Renndrin weiche Reifen. Haben wir doch gut hingekriegt. 21 Runden.
Das heißt, wir fahren auf Gelb. Dürfen bloß für 9 Runden Sprit mitnehmen. Dann fahren wir dreimal auf Gelb. Was soll denn das? Und zwar strategietechnisch aufs Maximum. Weil nach 8 Runden müssen wir sowieso wieder reinkommen. Aber Benzin sollte ich nicht so viel. 21, das heißt 7 Runden müssen wir schaffen. Lass mich gerade noch mal schauen. Reifen können wir auf Maximum gehen und Treibstoff nicht. Da gehen wir hier auf hoch. Gut, let's get ready to rumble. So, ich habe mich gerade schon gewundert, weshalb das hier so langsam ist. Anthony prescht mal vor auf Platz 6. Jetzt wird er zurückgereicht. Ich bin mal gespannt, was die anderen so reifentechnisch machen. Eigentlich kann sie nämlich die ganze Zeit Vollgas durchfahren. Ist rausgefallen, der Rogers. Irgendwie scheint unser Auto doch nicht so gut zu sein. Na, die anderen gehen auf einen Einstopp. Verdammt, das hätten wir auch machen können. Ne, geht ja gar nicht. Wir müssen ja zweimal an die Box wegen Benzin. Habe ich ja gar nicht dran gedacht gerade. Das Schweiß ist in Ordnung. Mehr Gas müsste geben, Leute. Mehr Gas. Aber die fahren alle ungefähr gleich. Wir haben alle ungefähr gleich viel Reifenverschleiß wie wir. Cavalcanti nicht. Die wollte ich ja haben. Die wollte nicht zu mir kommen. Habt ihr das Überholmanöver von Gomez gesehen? Bin ich in der Box schon vorbei? Das war schlecht. Jetzt habe ich verpeilt, dass ich tanken muss. Ich hoffe mal, es reicht noch bis zur Box, sonst haben wir ein Problem. Sonst fallen wir deutlich zurück. Genau das meinte ich. Eieiei. Oh, schlechter Stopp, schlechter Stopp. So, und jetzt müssen wir Zeit rausfahren.
Ach, die waren alle in der Box. Dann muss man jetzt Zeit rausfahren bis zum nächsten Mal. Vielleicht noch ein bisschen früher stoppen wie die anderen. Sie fahren beide grüne Zeiten, das ist schon mal gut. Weil sie jetzt einfach freie Fahrt haben. Die sollen jetzt einmal voll runterbrennen. Aufholen, aufholen, was nur geht. So, 3,6 Benzin haben wir noch. Wir rechnen jetzt mal kurz, was wir für eine Runde jetzt brauchen, weil wir auf so einem hohen Spritverbrauch sind. Mal 2 brauchen pro Runde. So, eine Runde geht noch. Wir brauchen Benzin für 3 Sekunden mehr Standzeit. Also die holen wir rein mit mehr Gas, die wir geben können. Jetzt muss Gomez zeigen, was er kann. Natürlich die Frage, ich meine, zweimal gestoppt haben alle. Reinkommen muss keiner mehr. Aber die Reifen könnten wir beim einen oder anderen vielleicht noch schlapp machen. Wir fahren auf Maximum und der zieht nur dahin und ist eigentlich schneller wie wir. Die 2 Runden wirst du wohl noch aushalten. Wir schaffen es einfach nicht vor. Die anderen. Irgendwie ist unser Auto zu schlecht. Und wenn es so weitergeht, dann kriegt man halt, gehen wir pleite. So, letzte Runde. Beeil dich, Gomez. Ah, 15 und 17. So gut ist das ja nicht. Gut.
gut wäre was anderes. Aber so ist es nun mal. Ich weiß auch nicht so recht, was wir verändern können. Der Inder ist von Garuda. Garuda Racing. Ja, die waren alle zur gleichen Zeit in der Box. Das hat uns wahrscheinlich so ein bisschen was. Da konnten wir nichts machen. Und jetzt kommt das Schlimmste. Wir sind in Rennen gefahren und müssen drauf zahlen. Das ist immer das Übelste am Wochenende. Dass wir pro Rennwochenende eine 500.000 minus machen. Oder noch mehr, 1 Million. Und die Fahrer kriegen keine Veränderung. Warum nicht? Und unser Testfahrer wird immer schlechter. 1 Million minus. Jedes Wochenende das gleiche. Da müssen wir uns irgendwas einfallen lassen. Wir brauchen einen anderen Sponsor. Ja, nur nach einem Interview. Sorry, tut mir leid. Wir müssen das Auto verbessern. Aber wir können auch bald mal was einbauen. Wir gucken mal. Immer diese Nachrichten. Fahrzeugreparatur beendet. Ja, ist gut. Mach weiter. So. So, die WMC ist in. Unter den Mechanikern herrscht schlechte Stimmung. Sie sind in der Fabrik nicht sehr zufrieden. Sie haben ziemlich lange Arbeitszeiten. Was soll ich Ihnen sagen? Arbeiten die dadurch besser, wenn ich denen eine 500.000 gebe? Das Problem ist, ich kann nichts machen. Ich kann keine 500.000 für euch aufwenden. So, jetzt lassen wir mal gucken. Frontflügel, das hier. Passt eigentlich alles. Und neue Teile entwickeln kann ich auch nicht, weil ich kein Geld habe. So, warte noch mal hier. Teile verbessern. Tun wir die Bremsen. Und die Aufhängung. Eigentlich sieht es gut aus. So eigentlich, ja. Finanzen. Pro Rennen. Sponsoren, 2 Rennen, 2 Rennen noch. Noch 1 Rennen. Also dann kommt gleich ein bisschen Geld rein. Aber unsere Marktfähigkeit ist halt einfach schlecht. Ich hoffe wirklich, dass die Sponsoren mal ein bisschen was zuschießen. Ja, eine Teststrecke. Es wäre alles schön, alle Gebäude zu haben. Aber das dauert halt einfach noch. Die Sponsoren kriegen wir hoffentlich in der nächsten Woche dazu, uns ein bisschen mehr Geld zu geben. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da.
Wir sehen uns auf jeden Fall bei der nächsten Folge morgen um 16 Uhr wieder. Bis dahin, ciao.